was immer ihr an Gerüchten über den Berg gehört haben mögt. Auf dem Monte Verità spürte ich eine Neugierde, aber auch eine Unruhe in mir aufkeimen. Etwas hielt mich hier fest, als ob es das Schicksal so wollte. Seit wann haben Sie diese asthmatischen Anfälle, Frau Leitner? Meine Reise führt mich nach Ascona, ins Sanatorium Monte Verità. Der fortschrittlichste Flecken auf Erden. Dort ist die Freiheit keine Utopie. Sie ist real. Weißt du, dass Sie hier sind? Nein. Die Mädchen? Wo finden die Therapien statt? Überall. Auch dort, wo die Unbekleideten liegen? Die meisten von Ihnen würden sich nicht einmal als Patienten bezeichnen. Wir sind eher Sinnsuchende. Wir möchten eine neue Gesellschaftsform einführen. Dich ernenne ich nun zu unserer Hausfotografin. Meine Damen und Herren, Hermann Hesse. Deine Ambitionen sind lächerlich. Andere Frauen wären froh, so leben zu dürfen und nur deine Pflichten zu haben. Ich habe einen Fehler gemacht. Gib dem Berg ein bisschen Zeit. Lass ihn auf dich wirken. Du kommst zurück oder soll ich dich ins Irrenhaus bringen? Ihr entscheidet einfach so über mein Leben? Ich freue mich zu sehr. Wie die Natur uns bewegt, wie sie uns heilt. Jeder hier leistet seinen Beitrag für die Gemeinschaft. Gibst damit deiner eigenen Leistung einen Wert. Unser gemeinsames Glück ist in diesen Fotografien. Sie sind all das, was der Berg uns bedeutet. Kraft, Liebe und Freiheit. Aber wir können doch nicht einfach alles zurücklassen, sagt wer.